Willkommen bei Opa Jochens Rezept. Wir produzieren heute Herzwurst. Am Tag zuvor haben wir ein Schweineherz mit einer 10%igen Pökellage gespritzt und eingelegt. Weiterhin haben wir das Fleisch vorbereitet, nämlich Schweineschulter, Schweinebacke und Rückenspeck. Die Schulter wird in wolfgerechte Stücke geschnitten. Dann auch die Backe. Ein Teil des Rückenspecks brauchen wir das Feinbret und den Rest haben wir in Würfel geschnitten. Das Fleisch kommt bis zum nächsten Tag in die Kühlung. Am nächsten Tag bringen wir Wasser zum Kochen und brühen die Speckwürfel ca. 5 Minuten ab. Die Herzwurst war die typische Mortadella zu DDR-Zeiten. Die Speckwürfel können raus und wir lassen sie abkühlen. Dann kommt das gepökelte Herz in das Kochwasser und wird ca. 1,5 Stunden gegart. Dann lassen wir es abkühlen und schneiden es auch in Würfel. Die Vorbereitungen sind fertig und wir benötigen nun Schweineschulter, Schweinebacke, Rückenspeck, Salz, Zwiebeln, Gewürze und kaltes Wasser für das Feinbret sowie die gebrühten Speckwürfel und das Herz für die Einlage. Die genauen Angaben findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Als erstes wird das Feinbret hergestellt. Dies hier nur kurz im Schnelldurchlauf, da wir das in unserem Lyoner Video ausführlich gezeigt haben. Ich verlinke euch das Video rechts oben in der Infobox. Das Feinbret ist fertig, also kommen die Herz- und Speckwürfel in eine Schüssel. Dazu kommt das Feinbret und wird mit der Hand vermengt, bis alles ordentlich verteilt ist.
Jetzt kommt die Masse in die Füllmaschine und wird festgedrückt. Wir füllen die Masse stramm in 90er Sterildärme. Und dann wird abgebunden. Die Würste werden bei 78 Grad 100 Minuten gebrüht. Dann können sie raus und werden in kaltem Wasser abgeschreckt. Danach werden sie zum Auskühlen aufgehangen. Und nun schauen wir uns den Anschnitt an. Sehr schön. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, abonniert den Kanal, läutet die Glocke, alles, was ihr so von YouTube kennt. Vielen Dank fürs Zuschauen.